So, wir sind wieder da bei Mordor Schatten und Brandmarken gerade den letzten Schützen, da haben wir ja In die aufgehört. Flamme und lass dich Und zu gucken deiner jetzt, wie Lösung es weitergeht. Aktiviere die gebrannten Schützen. Eliminiere alle Feinde, okay. Dann seht mal zu, Leute. Ups, Moment. Oh, da wurde weggeballert. So. Da hinten sind sie. Kann ich mir noch einen von euch holen? So, zwei Stück. Aua. Du dienst den leuchtenden Herrn. Wie er sich jetzt auch schon selbst so nennt. Headshot, Bitch. Aua. Bam, bam. Und dann nochmal mit der Faust nachziehen, Alter. Kampfhandmarken kann ich doch noch gar nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Aua. Verräter. Und zack. Einfach mal durchgeschossen in die Brust, wodurch er gestorben ist. Dim, 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 dim. Schickt die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage doch. Ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marwyn ließ uns danach suchen. Brandmarke, okay, das habe ich schon. Ich muss also einfach nur die Verstärkung vernichten. Ups, das wollte ich so nicht. Tut mir sorry. Ach, kommt. Ja, lass mich doch. Ja, hallo. Was macht der denn? Der soll weglaufen. Jetzt hänge ich da. Warte. So, jetzt reicht's. Jetzt werdet ihr einfach getötet. Mir reicht's. Jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Jetzt wird ihr einfach weggemacht. Einfach gesäubert. Eine Hinrichtung nach den anderen. Keine Gnade. So. PTF, ich habe ihn den Kopf in die Brust geprügelt anscheinend.
So, nö. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Was recht praktisch ist, ja. Und hier vorne haben wir auch gleich schon eine neue Nebenmission, die wir dann direkt machen. Dann hätten wir dieses Gebiet nämlich auch bereinigt. So, wir hatten ein Level-Up bekommen. Und wir haben ja hier noch schöne Fähigkeiten. Geisterbrand, was ist denn das genau? Mal gucken. Drücke X und Y, wenn eine Trefferserie voll aufgeladen ist, um alle betäubten oder zu Boden gegangenen Uruk zu töten und alle anderen in die Flucht zu treiben. Das ist auch nicht schlecht, ne? Okay, da kann ich einfach alle töten. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist? Doppelter Angriff. Ja, ist die Frage, was nehmen wir, wa? Was hätten wir denn hier noch so? Geisterstoß? Also das ist diese Flächenangriff, ne? Wir könnten ja den nehmen, ne? Was ist denn das? Sitzt sofort. Ne, der ist total uninteressant. Geistertodesschuss, Opfer deiner Aufzählung. Also den finde ich interessant. Ach komm, wir nehmen jetzt erstmal das kritisch hier, komm. Was soll's. Nehmen wir erstmal den kritischen. So. Ich hätte gerne die Nebenmission hier oben. Denn jetzt machen wir die erstmal fertig. Jetzt können wir Brandmarken, jetzt können wir nämlich auch alle, das kann ich ja mal kurz zeigen, alle letzten Nebenmissionen können wir jetzt abschließen. Wie ihr seht, sind jetzt alle frei. Also, wie viel fehlen denn noch? Eine Schwert fehlt doch. Nee, die hier fehlt sogar noch. Was fehlt uns hier nie noch? Kampfaufzehrung und Zerstörung. Fehlen uns hier noch. Kampfaufzehrung und Zerstörung. Doppelt. Geisterbrand. Zerstörung. Den hätten wir lernen müssen. Verdammt. Das ist doch kacke. Ach komm, jetzt brauche ich noch ein Level. Jetzt brauche ich wieder 6000 Erfahrungspunkte hierfür. Ja, das ist doch wieder Bullshit, du. Ey. Egal, wir machen erstmal diese hier. Ja, hätte ich das eher gewusst. Hätte ich eher drauf gucken müssen. Ey, Mist. Ich habe gedacht, wir kriegen einfach alle, wenn wir Brandmarken haben. Erreiche die Wache des Henkers, ohne entdeckt zu werden. Zusätzlich. Töte niemanden, bis der Überfall beginnt. Okay? Wir können hier rüber. Wache des Henkers. So, und wir müssen wahrscheinlich Brandmarken. So, hier rüber. So, hier rüber. Schneller, 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 schneller. Ach Mist, er hat mich gesehen. Natürlich kann ich nicht einfach schnell reisen. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Ich will eigentlich nur diese Kack-Mission abschießen. Das ist jetzt allerdings blöd, weil der Rückweg nicht ganz so nett gestaltet ist, sag ich mal. Aber ich sehe immer noch, kann es sein, dass es diese roten Wurzeln wirklich nur bei, auf der anderen Ebene gibt? Was ist nie für einer? Tort. Der Durstige. Ich habe leider keine Ahnung, gegen was er anfällig ist. Aber wir können gucken, ob er gegen Schleichen anfällig ist. Und das scheint so, oder? Aua. Ja, du hast mich doch halt runtergeworfen, du Vollidiot. Bellt er mich gerade an? Jo, was gibt's? Ah, na, wenn das so ist. Also nicht der Durstige, sondern der Besoffene wohl eher. Und damit wär's das fast für dich. Ja, komm. Ich verschwinde. Du bist gerade verwirrt. Nächstes Mal stirbst du bestimmt. Jo, auf jeden Fall. Schnauze einfach. Damit wäre er weg. Und jetzt du und du auch noch. So. Beim nächsten Mal sterbe ich ganz bestimmt, mein Freund. Ganz bestimmt. So. Ah, jetzt kann ich nicht mehr gucken, ey. Menno. So.
Oder? Ich kann sogar Kraux reiten. Kraux. Mit GR. So, dann starten wir es halt nochmal. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich werde so langsam so ein bisschen zu über... Ich hätte auch rechts lang gehen können. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ich glaube, ich werde so langsam ein bisschen zu überheblich. Was das Spiel angeht. Komm, runter, 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 runter. Danke. So. Die stehen leider blöd. Und ich darf keinen töten. Ich hänge hier so, sowas von fest gerade. So, der ist nicht getötet. Sind beide nicht tot. So, jetzt kann ich doch hier ohne Probleme eigentlich lang. Genau. Perfekt. Das wollte ich doch nur. So, ist hier irgendwo einer? Nee, gerade nicht. Ich würde hier gerne lang, danke. Manchmal ist die Steuerung echt ekelhaft. So. Schleichprankmarke die Schütze und töte niemanden, bis der Überfall beginnt. Hier kann ich runter, ne? Wenn ich das richtig sehe. So, hopp. Ja, hoch. Mein Gott, jetzt kann er sich da nicht mal festhalten. Aber hier. Wenn ein Geysir ausbricht, 1000 Ghule aus dem Boden strömen. Gut, das ist mein. So. Jetzt spielen sie natürlich heftig damit. Mit diesen Brandmarken. Gut, man muss den Spieler natürlich auch erstmal reinfinden, ne? Wow, wow, du bist auch meiner. Komm, er ist doch schon mein. Was? Guck mal, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ja, er hat mich entdeckt, aber er hat keinen Alarm oder sonst was gebrüllt. Ich meine, das ist doch lächerlich, ganz ehrlich, das ist doch wirklich lächerlich. Er hat weder mich, also er hat mich gesehen, er hat mich erkannt, schön und gut, aber er war direkt gebrandmarkt, er hat keinen Alarm oder sowas gerufen, er konnte keinen Alarm rufen. Damit bin ich doch wohl nicht entdeckt worden, ey. Bekomme ich eigentlich was Bestimmtes, wenn ich Dings töte? Wenn ich Kraux töte? Nö. Anscheinend nicht. Mein Gott. Nervt mich nicht, ach schon. Ein Kraux. Hast du gut bemerkt, mein Freund. Hast du echt gut bemerkt. Hat so ein bisschen lange gedauert anscheinend, aber hast du gut bemerkt. Oh mein Gott, du hast mich bemerkt. Ernsthaft? Jetzt bist du mein, du Arschloch. Kleiner Wichser, Alter. Das einnimmt nur, um ihn dann vor der Klippe zu schubsen. So macht man das heutzutage. So, anstatt den Weg... versuchen wir jetzt mal den Weg. Denn hier scheinen weniger zu sein, sagte er, als er dann doch merkte, dass sie gar nicht mal so wenig sind. WTF. Hast du das gehört? Nein, habe ich nicht. Hoch. Runter. Danke. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Wie ich wieder krank werde, ich hasse es schon langsam. Ich habe noch nie so viel Blut vergießen gesehen wie bei dem Kampf, den wir gestern austrugen. Tja, shit happens, ne? Darf ich hier durch? Danke. Hallo, mein Freund. Er hat mich wieder gesehen. Er hat mich echt wieder gesehen. Ich krieg das Kotzen, weißt du? Halt einfach deine fette Fresse. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht einfach irgendwo ein Feind stehen, aber zum Glück kann ich hier auch einfach rüberlaufen. Die Mission scheint länger zu brauchen. Nicht, weil sie schwierig ist, sondern weil das Spiel einfach mal meint, mit dem Mittelfinger ins Gesicht zu strecken.
Weil diese eine Sache da, weißt du, der Schütze hat mich gesehen. Das ging vorher bei 20 Missionen auch so, wo es hieß, werde nicht entdeckt. Das ging vorher auch immer, dass wenn ich ihn, wenn er mich entdeckt hat und ich ihn gleichzeitig töte, es absolut kein Problem gibt. Plötzlich geht es nicht mehr. Also da ist anscheinend irgendein Patch rausgekommen, der das echt beschissen gemacht hat. Ja, das passiert mit euch aber leider auch. So, du bist mein. Du bist auch mein. Sie sind nicht tot, sie leben. Damit darf ich hier weiter, ohne dass die Nebenmission abgebrochen wird. Ich hasse jeden einzelnen von euch, Marv. Da bist du nicht der Einzige. Ach ja? Ich will, ich hasse dich mehr. Ja, das ist ein echt schönes Gesprächsthema, das hier da unten führt. So, kann jetzt bitte die Danke. So, hier ist wieder keiner. Ich weiß es nicht und das ist mir egal. Hey, das könnte ein Deutscher sein. Denn die wissen auch nichts und denen ist alles egal. Zumindest die meisten von ihnen. Wie auch immer. Wie auch immer du mich gerade mit dem Rücken gesehen hast. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich lass mich einfach brandmarken. Hoch, hoch. Danke. Guck mal, jetzt hat er mich auch gesehen, aber jetzt zählt es nicht. Ganz meiner Meinung. So kann man seinen Feinden viel mehr Schaden zufügen. Ach komm. Das ist doch Bullshit jetzt. Das ist doch Bullshit. Du dürftest gern laufen, danke. Hoch. So, komm mal her. Da drüben hat sich etwas bewegt. Nein, aber es flüstert mit dir und es kommt her. Hä? Was zur Hölle? Jetzt hätte er mich schon wieder fast gesehen wegen dem Scheiß. Weil der Schütze hier auf einmal Sachen macht, die einfach nicht normal für Schützen sind. So, dreh dich mal um und komm mal zwei Schritte zu mir. Will, du springst jetzt hier auch runter, dann krieg ich aber... Danke. So, vier Stück habe ich, drei Stück fehlen. Da hinten hätten wir noch einen. Da oben. Muss ich doch mal schauen, wie ich da hinkomme. Du stehst scheiße. Wenn du mein Schütze sein möchtest, stehst du da echt scheiße. Sieht er mich hier? Anscheinend nicht. So. Bitte da lang fallen lassen. Danke. Weil das Dumme ist jetzt, dass hier hinter auch noch so ein Uru rumschleicht, wie man hier vielleicht gerade sieht. So, und ich darf ja noch nicht töten. Falsche Seite. Falsche Seite. Danke. Das war so nicht geplant. So. Es kommt ja nicht oft vor, dass man einen Hauptmann sieht, der Angst hat. Aber ein Grauk jagt jedem ein Gehör. Der sieht mich anscheinend hier oben nicht. Mich. Ich bin ein wahrer Uruk. Ich fürchte mich nicht einmal vor zwei. Kommt der jetzt da hoch? Da kommt jetzt echt hier hoch. Das ist perfekt gewesen jetzt eigentlich. Ja, schützt die doch noch mehr auf, ey. So, Moment. Dann holen wir uns jetzt nochmal schnell den hier. WTF! Boah, wenn das jetzt abgebrochen wäre, ne? Weil er da ein Salto über das Grogfass gemacht hat. Uruks sterben die ganze Zeit. Muss wohl Grog gestohlen haben. Weil er da auf einmal ein Salto über die Dings macht, Alter. WTF! Töte Uruk-Patrouille. Haltet nach diesem Grabwandler Abschaum Ausschau. Höre auf meinen Befehl. So, tötet sie. So, kommt, kriegt er auch einen Tod?
Ja, anscheinend nicht, dann helfe ich lieber. Damit hätten wir die Mission. So leicht ist die Mission! So leicht ist die Mission! Und ich brauche einfach Ewigkeiten, weil diese Scheiße einfach am Rumbacken ist wie sonst was. Es ist einfach unglaublich. Ja, zünd du das Leuchtfeuer an. Ich verpiss mich jetzt sowieso von hier. Hier hätten wir noch eine Mission, die wir dann in der nächsten Folge aber erst angehen werden. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.